Dann sorgen wir mal dafür, dass es hier weitergeht. Wo war ich denn stehen geblieben? Genau, ich wollte hier... Ach scheiße, nicht von dieser Seite. Ich wollte hier die Dinger alle auf eine Höhe angleichen. So. Und dann müssen wir nämlich gucken, ob das aussieht. Wenn wir hier... den Holzbalken drüber ziehen. So. So. Und dann würde ich die Reihe Glas wahrscheinlich doch wieder rausruppen. Genau, hier würden wir es halt auch dann so machen, nehme ich an. So. Schon ein bisschen beengt irgendwie, aber ich meine, muss ein Feld so krass groß sein? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube nicht unbedingt. Oh, den Bogen wieder raus, den brauche ich jetzt nicht mehr. So, dann würden wir das so machen. Und da wird dann ein Half-Slab reinkommen, nehme ich an. So. Oh, shit. Scheiße. Nein, kannst du mal... Hm. Irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das baue. Kacke, Alter. Irgendwie so. Der eine Treppe da reingesetzt, ne? So. Irgendwie so. Okay. Und dann müsste man jetzt mal gucken. Habe ich das denn hier gebaut? Das ist anders halt hier, ne? Das ist halt zwei. Ja. Hm. Okay, jetzt müsste man mal gucken. Erde, 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 Erde. Erde. So. Müsste man mal gucken, wenn wir dann das hier sozusagen so hochzimmern. Ob das ausschaut. Sollen wir die hier rausziehen? Nee, eigentlich nicht. Oder die werden zugebaut. An der Stelle. Die noch höher zu ziehen, würde gar keinen Sinn ergeben. Glaube ich. So. Dann wäre das quasi so. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Das hier wäre jetzt der Mittelbalken. Das heißt, hier würden wir dann meinetwegen Half-Steps nochmal draufpacken. So nämlich. Und dann kommen hier ja wieder Treppen dran. Stimmt's oder habe ich recht? Stimmt und ich habe recht. So, genau. Und dann müssten wir... Ach komm, ich bin doch extra auf die Treppe gesprungen, als ob das trotzdem wehtut. Jetzt müssten wir die hier wieder rausprügeln. Natürlich. Au. Warte mal, jetzt gibt es ja mittlerweile einen offiziellen Aufgang, ne? Ja. Der ist von euch ganz fertig, aber es gibt ihn. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, auf was ich hier baue. Deswegen rede ich jetzt auch gerade nicht so viel, Leute. Sorry. Ist natürlich klug, jetzt hier schon zuzubauen, weil jetzt komme ich da nicht mehr dran. Klasse. Klasse. Klasse, klasse, klassikus. So. Oh, ich hab gar keine. Natürlich. Natürlich, 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 natürlich. Zack. Zack. So.
So in der Art. Sehe das dann aus. Ist das okay? Nein. Nein. Das ist auf jeden Fall nicht okay. Wir hatten den Scheiß gebaut. Push am Bau, Alter. Aber so richtig. Wir hatten den Scheiß gebaut. So. Ist okay, glaube ich. Oder? Das hier, das wird nicht gut. Das weiß ich jetzt schon, dass es nicht gut wird. Von der anderen Seite muss ich dann auch gleich nochmal gucken, weil das ja eigentlich symmetrisch sieht also genauso aus. Das heißt aber auch, dass ich genauso hier irgendwie ein Problem bekomme. Erstmal gucken. Das dann so gemacht und dann hier weitergebaut, ne? Das war ich okay. Das geht nicht, ne? Ja, okay, das war nervig so zu bauen. Okay, warte mal. Das heißt aber, dass ich jetzt hier noch eine Treppe hinsetzen kann. Hier dann so ein Block hin. Hier eine Treppe. Das heißt, hier nochmal Treppe. Dann Block. Und Treppe. Und dann ist hier die Mitte. So, und jetzt müssen wir hier halt mal gucken. Dann wäre auch hier wieder ein Block. So. Zack. Zack. Beim Dächerbauen muss ich mich immer konzentrieren, weil sonst baue ich echt scheiße. Aber ich glaube, das wird gar nicht so kacke aussehen nachher. Wir sehen davon, dass das hier falsch ist. Stimmt, da habe ich recht. Jetzt die Frage, halt hier auch einen dicken Block rein. Müsste ich eigentlich, da ich das ja überall anders jetzt auch so gemacht habe. Das sieht immer nur scheiße aus, glaube ich. Der ist auch wieder falsch. Irgendwie sowas. Das wird doch nicht gut. Ich glaube, die Blöcke ersetze ich später nochmal durch Half-Slabs wahrscheinlich. Aber das sieht echt nicht so geil aus. Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Scheiße. Ah, komm, geht aber runter. Alles mein. Dann gehen wir kurz schlafen. Denn es ist schon wieder düster. Düster war es, der Mond schien helle. So. Okay. Okay, okay, okay. Ja, da kommt dann Half-Steps noch oben drauf auf jeden Fall. Also von der Seite sieht es okay aus. Ich glaube, von der Seite sieht es ja, sieht ja richtig scheiße aus. Ja, okay. Nee. Also das wären auf jeden Fall Half-Slabs. Das geht ja gar nicht. Also für innen drinne ist es, glaube ich, okay mit Full-Blöcken. Aber also für außen geht das ja mal überhaupt nicht fit. Das ist ja mal komplett Arsch. Das geht ja mal gar nicht. Das heißt aber, hier wäre es okay. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, da könnte ich dann so machen und so machen. Ach man, wieso bin ich denn so blöd dafür? So. Ne? In der Art. Hier würden halt dann Half-Steps hochgeführt werden, glaube ich. Da muss, glaube ich, dann so. Genau. Da ist dann so. Das ist die Mitte. Genau. Okay, jetzt sieht es hier ein bisschen blöd aus. Wobei, nee, eigentlich nicht, weil da kommt ja dann auch einfach Half-Steps oben drauf, ne? Richtig. So. Warte mal, hier ist jetzt wieder so einer. Das heißt, dann wäre ich hier wieder Treppe und hier wieder. Das ist noch nicht die richtige Höhe, könnte das sein?
Ja. Das kann aber mal sowas von sein. So, und dann wäre ich hier wieder Treppe. Den Block ziehen wir nach oben weiter, das heißt dorthin. Und dorthin. Ich möchte das jetzt nur mal so weit abstecken, dass ich quasi wirklich weiß, wo ich jetzt wie baue. So. Das sieht gar nicht so kacke aus, glaube ich. Das einzige Problem, was wir wirklich haben, ist hier außen. Die Kanten. Ich glaube, das wird nicht so gut aussehen. Ach komm, mach einfach so. Ich glaube, das wird echt nicht so gut aussehen. Das hier ist okay. Ja, genau so. Ey, schick. Oh, dafür brauchen wir immer noch eine Spitzhacke. Ich dachte, das wäre eine von den Sachen, die mein Modpack fixen würde, aber scheinbar nicht. Also das ist weiterhin Spitzhackenproblem. Ja. Achso, das hier müsste ich mir auch noch überlegen, ob ich das da lassen möchte oder wegmachen möchte, aber da scheint halt Licht dann durch, ne? Vielleicht setze ich da noch Treppenstufen auf die Kopfüber hier noch hin. Weiß ich jetzt noch nicht so ganz. So. Und wäre das immer im Endeffekt so in der Art. Ja, es sieht halt schon ein bisschen blöd aus, weil es jetzt hier halt ganz anders ist als da, ne? Das ist ein bisschen uncool. Ich könnte hier zwischendurch noch sowas draufsetzen, aber dann sieht es immer noch falsch aus. Oder? Weiß gar nicht so genau. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, es ist okay, oder? Ich glaube, es ist okay. Es könnte besser aussehen, aber es könnte auch deutlich schlimmer aussehen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wir machen jetzt noch oben drauf eine Reihe mit den Slabs. So wie das ursprünglich angedacht war. Also hier quasi. Um das einmal abzuschließen. Auch hier, wie so ein Kreuz, ziehen wir das quasi durch. Das ist quasi wie in unserer Kirche. Perfekt. Sehe ich von hier das Dach in der Kirche? Nee. Habe ich denn das hier so rundhoch gebaut? Irgendwie ist es mir anders. Ja, damit bin ich nicht zufrieden. Weiß ich nicht genau. Vielleicht. Ich könnte da noch so Stützzäune runterziehen, aber das ist. Ich hätte es da, glaube ich, auch gerne in einer anderen Farbe gemacht, aber es gibt halt nur einen Holzton. Von daher, was will man tun? Cobblestone Stairs da drauf würden nicht aussehen zu dem Feld, glaube ich. Soll dann schon ein bisschen wohnlich irgendwie da drin sein. Wobei, ist das ein Feld? Warum soll das eigentlich wohnlich sein? Ja, ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Kontrast haben. Weißt du, hier ist so viel Stein. Dann wollte ich hier wieder ein bisschen Holz haben. Vor allem, weil die Wand von unserem Feld ja auch wieder Stein ist. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Holz haben. Ich denke, das ist okay. Alter, hier ist ganz schön hoch jetzt, ne? Ja, das ist jetzt also hier alles in allem noch nicht so ausgereift. Da suchen wir doch nach einer Lösung. Ich glaube, ich ziehe tatsächlich einfach hier eine Reihe rein, damit es nicht höher als 3 ist. Dann haben wir zwar von dem Spitzdach überhaupt nichts, ne? Dann nutzen wir es überhaupt nicht aus, dass wir ein Spitzdach haben. Weil wir die Höhe halt einfach nicht verwenden. Aber ich glaube, das ist insgesamt besser. Wahrscheinlich. Oder? Weil sonst ist das mir einfach zu hoch. Das sieht ja schon irgendwie komisch aus, wenn man dann ein massives Dach halt einfach hat. Aber ich meine, man sieht es ja da nicht mehr. Und dann braucht das Problem nicht mehr, dass da irgendwo Licht reinscheint. Na, wo ist denn der? Da. Ist eine Block gelandet. So. Ich glaube, so sieht es von innen einfach besser aus. Bin mir euch ganz sicher mit der einen Reihe hier, ne? Die Alternative wäre halt immer noch, das so zu haben, ne? Ich meine, da sitzt der Treppen vorne dran. Ich kann das jetzt nicht mehr höher machen. Gut, aber guck mal, es ist ja auch, damit man ins Feld reinguckt, ne? Und das Feld ist ja unten. Man guckt also eh nach unten. Du guckst ja so. Du guckst ja nicht so. Du willst nicht nach oben in die Ferne gucken.
Du guckst ja nach unten. Ich glaube, dafür ist es echt okay. Ja, Mann. Ich glaube, dafür ist es echt okay. Für das, was es ist, ist es, glaube ich, echt okay. So. Dann zimmer ich jetzt einfach hier schon mal die Reihe fertig, würde ich sagen. Einfach, damit ich da später die Treppen gescheit dran bauen kann. Das macht es ein bisschen einfacher, glaube ich. Ich bin froh, dass wir jetzt hier so viel Holz haben. Das war echt eine sausmarte Idee, die Holzfarm zuerst zu bauen. Ich bin von mir selbst wieder mal begeistert. Denn ansonsten wird es hier jetzt schon wieder eng werden. So. Irgendwie so. Zack, zack, zack. Nein. So. Jetzt brauche ich nur noch wieder einen Weg aufs Dach. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich das hier offen lasse, ob ich da vielleicht auch so eine Tür reinbaue oder so. Noch nicht ganz sicher. Das hier wäre ja jetzt im Endeffekt... Das sieht eh ein bisschen komisch aus irgendwie, ne? Das Ende sieht ein bisschen komisch aus. Ah, das hier vor allem, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Wenn, dann müssen wir das so irgendwie machen. Natürlich. Und dann so. Ja, ich muss das dann so erweitern, damit das hier gescheit abschließt, weil das kann ich ansonsten so nicht bauen. Das funktioniert nicht. Aber, hä, warte mal, habe ich nicht genau sowas vorne auch? Wie habe ich das denn da gebaut? Muss das hier mal zubauen irgendwie, ne? Das ist jetzt schon ganz schön massiv hier eigentlich, ne? Also nicht massiv unbedingt, aber es ist halt relativ nah hier an unserem Weg und relativ weit reichend nach da rechts. Das heißt, wenn ich wirklich noch dahin möchte, werde ich hier echt so ein bisschen durch den Berg durchbauen müssen. Naja, was soll's. War sowieso meine Idee. Aber warte mal, dann lass mal hier ganz kurz hergehen und das rausruppen. Weil das ein bisschen komisch ist irgendwie, wenn der Weg da einfach ins Nichts führt. Und vor allem ist da die ganze Zeit noch diese Wegkerbe und das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Die möchte ich jetzt gerne mal zumachen. So. Zack. So, dann kann nämlich auch schon mal wieder Gras über die Sache drüber wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Alter, komm schon. So. Na, so oder so ähnlich. So oder so ähnlich. Jetzt machen wir vielleicht mal ganz kurz hier von außen so einen Aufgang aufs Dach. So. Half-Slab. Dann wird es schon wieder Nacht. Perfekt. Dann ist hier ein Half-Slab. Sehe ich das richtig? Da muss ein Block rein. Hatte ich gesagt, ne? Ansonsten funktioniert das Dach nicht. Das heißt, hier kommt doch so einer hin. Dann ist der aber falsch. Oder, ja, genau, der ist falsch. Dann machen wir nämlich den. Und den. Und da ist der Half-Slab. Und dann geht es nämlich hier weiter. Hat der die gerade kopfüber gesetzt? Nee, hat er nicht, okay. So. Und dann geht das auch auf. Na, und dann kommen hier nachher, oder jetzt, die Half-Slabs wieder oben drauf. Und der schöne Nebeneffekt davon ist, dass uns hier auf dem Dach nichts spawnen kann. Ich bin dumm. Ich bin offiziell dumm. Sehr gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Da fehlt natürlich noch eine ganze Reihe Treppen. Das ist wundervoll. Das ist wieder mal wundervoll. Jetzt wird es aber hier schon wieder düster. Warum wird es schon wieder düster? Ich hasse es, wenn es düster wird. So. Shit. Aber so von der Theorie, ne? Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Natürlich. Natürlich. Verständlich. Selbstverständlich. Okay. Dann gehen wir mal einmal wieder kurz pennen. Hier unten den Gang werde ich dann auch noch ausbauen müssen. Ich
denke mal, das machen wir mit Cobblestone wahrscheinlich. Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich zuerst die Technik im Feld da hinten fertig machen möchte, ne? Ja, das ist jetzt irgendwie wieder nichts geworden. Hallo Nachbar. Tschüss Nachbar. Das ist jetzt wieder nichts geworden. Wie viele Treppen habe ich noch? Nicht mehr so viele. Wunderbar. Just wonderful. So, das heißt, das ist fertig. Dann machen wir den da. Zack. Und dann ziehen wir hier die Blöcke rein. Ich könnte diese Reihe Blöcke theoretisch weglassen. Weil ich das selbst ja auch ohne das da hinsetzen kann. Aber wir machen das jetzt mal ordentlich. Ne? Wir bauen hier ein richtig solides Dach drauf. So. Jetzt brechen wir wieder alle Knochen. Ich gehe einfach mal hier lang. Smart. So, dann machst du gerade noch ein paar Treppen. Ach, fick dich doch. Dankeschön. Immer schön höflich bleiben, immer Danke sagen. So. Na gut. Ach, stimmt. Oh, warte mal. Mir fällt gerade ein, hier unten hatte ich ja angefangen, Steintreppen hinzusetzen und war ich auch noch nicht fertig, oder? Ja, richtig. Weil ich nicht keine Steintreppen mehr habe. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus mit den Steintreppen da, oder? Jetzt muss man von dieser Seite gucken. Ja, mir fehlt da so ein bisschen die Schattierung irgendwie. Das verläuft alles hier so ineinander. Man sieht da nicht wirklich, dass ich das... Also das hebt sich nicht wirklich ab. Das ist nicht optimal. Aber von der Seite sieht es eigentlich fein aus. Ich glaube schon. Ich finde es gut. Das hier finde ich wirklich noch nicht gut. Irgendwie nicht. Aber von innen sähe es halt nicht gut aus, wenn wir es hier direkt anschließen lassen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Da habe ich noch kein richtig gutes Konzept. Nee, muss man so sagen. Was ich machen könnte, um da ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, das Dach wäre hier jeweils so Balken reinzuziehen, ne? Das sähe vielleicht auch nicht so schlecht aus. Weil dann hebt sich das mal wieder ein bisschen ab. Wisst ihr, das läuft alles irgendwie so ineinander hier. So. Dann haben wir das fertig. Ne, wenn ich quasi hergehe und... Wo ist denn... Das sieht man jetzt wieder gar nicht. Scheiße. Hier. Klasse. Einfach mal... Ich weiß nicht, entweder Holzbalken oder Holzbretter reinziehe. Upp. Sowas. Nee. Sieht zwar anders aus, aber nur weil es anders aussieht, heißt es nicht, dass es gut aussieht. Ganz im Gegenteil. Das hier hingegen könnte man eventuell machen. Dann müsste ich aber, glaube ich, auch hergehen, das oben auf dem Dach machen. Also auf der Spitze. Das wäre dann halt so, ne? Ich glaube, das sieht nicht so schlecht aus. Weil das einfach so ein bisschen... Ja, eine Abgrenzung zieht, dass das nicht alles so einheitsbreimäßig aussieht. Ich glaube, das finde ich okay. Ja, doch. Dann lass das hier auch machen, dann lass es bei allen Stützpfeilern quasi machen. Dann hole ich mir da mal gerade die Markierung raus. So. Bei dem letzten machen wir es nicht, aber beim vorletzten machen wir es noch. Zack. Zack. So.
Okay. Na. Ach so, wie sieht es von innen aus mit dem Glas? Weil dann gucke ich ja... Nee, ist ja über dem Glas. Ist okay, ich gucke nicht gegen den Holzstamm. Passt. Alles gut. So. Ich muss die Treppen noch einsammeln, die ich da jetzt runterschmeiße, glaube ich. So. Ne? So in der Art. Habe ich hier? Ja, ich habe hier auch noch eine Markierung gemacht. Sehr gut. Und dann gucken wir gleich nochmal von vorne, wie das jetzt aussieht. Ups. So. Bam. Ja, super. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das sieht besser aus. Ich glaube, das sieht besser aus. Ja. Ja. Das sieht besser aus. So, sammeln wir die Treppen da vorne gerade noch rein. Na gut, hier unten. Scheiß auf die da unten. Da komme ich jetzt ansonsten wieder nicht mehr aus dem Feld raus. So, jetzt gucken wir gerade noch von hier. Ja, Mann. Das sieht doch... Also, das sieht nach einer richtig majestätischen Farm aus. Das machen wir dann... Ziehen wir quasi auch noch nach hier durch. Was soll ich bei dem hier mal machen? Müsste ich mal bei dem da auch machen. Dann läuft das hier immer so komisch aneinander, oder? Das war vielleicht jetzt nicht die smarteste Idee, weil hier kann ich es nicht machen, glaube ich. Erst ab dem da wieder. Ja. Na gut, das ist was, das klären wir im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Daumen nach oben lassen, wenn es euch gefallen hat. Morgen wieder einschalten. Bis dann und ciao.